Willkommen zu Two Point Hospital. Stern Nummer 3 wurde erreicht. Who would have thought when you took over this hospital that we were in store for such archetypical rags to riches tale? Now that I've put it in those terms, I find it quite sickening. Hier ist wirklich nicht viel Magie dahinter gewesen, hat darauf gewartet, bis man seine 500 Patienten abgearbeitet hat und dann hat man wirklich die Gehälter nach oben gedrückt. Also wirklich zu dem Punkt, immer wieder 1%, 1%, 1%, 1% hingegangen, das war am einfachsten, um einfach dann zu sehen, das kann ich ganz kurz einfach noch schnell nicht zeigen. Und zwar kann man hier wirklich einsehen, wer zufrieden ist mit dem, was er bekommt. Dementsprechend habe ich einfach gewartet, bis das Ganze auf 100% war und dann ist dann irgendwann die Happiness auch gefolgt. Einfach mal ganz kurz zu gucken, ich habe definitiv immer so ein paar Leute, klar, die noch nicht so viel verdient haben. Aber gerade nach oben hin, da sah das schon so ein bisschen knackig aus, aber ich habe weiterhin keinen Verlust gemacht. Das war also dementsprechend vollkommen in Ordnung. Okay. Wir haben damit Rotting Hill abgeschlossen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier rüber zu gehen zu Pelican Wharf. Build a high-tech hospital to help cure the many illnesses plaguing the city. Oh, vorher haben wir noch das hier. Und zwar, wir haben ja Kudosh erreicht, wir haben 50 Millionen insgesamt für die Organisation an Marktwert und 50 Assistenten haben wir ausgebildet. Und ich glaube, die meisten haben wir tatsächlich sogar hier gemacht. So, welcome to Pelican Wharf. This high-tech hub is bustling with activity and plagued by some tricky ailments. It's a great place to set up a new hospital, but we will need some powerful machinery if we want to flourish here. I recommend focusing on research and upgrading our machine as much as possible. Huh. Cure 100 patients, curative 60, train 3 staff in research 3. Why? And upgrade 50 machines. Dann kriegen wir dann halt gleich. Ja, also hier haben wir natürlich dann gleich von Anfang an wieder die. Das wäre sogar gar nicht mal falsch gewesen, hier so einen von denen bereits zu haben. Ja, aber wenn es zu Doktoren kommt, das geht überhaupt nicht klar. Also heißt es mal wieder restarten, bis ich was finde, was funktioniert. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob wir nicht sogar tatsächlich mit dem hier arbeiten, was ich bekommen habe. 4 Sterne, 2 aber immerhin schon auf GP, das könnte also vielleicht gerade den Anfang so ein bisschen angenehmer machen. Wir haben eine Nurse, die ist nicht teuer, aber die hier kann immerhin schon so ein bisschen was. Und hier hat man dann auch immerhin schon jemanden, schaut Temper nicht so schön, aber... Und wenn sie hier, die kostet natürlich auch verdammt viel. Okay, also so länger ich hier natürlich das mir Ganze angucke, umso weniger will ich das ernsthaft machen. Ja, whatever. Ich denke... So wie das Krankenhaus bisher beschrieben worden ist, klingt das wirklich so etwas nach einem, als würde man hier einen Übungslauf benötigen. Ich nehme auch gleich 2 von euch hier. Okay, wir haben 2 Eingänge. Why the fuck? I don't know. Warum auch immer man das so machen würde. Ja, okay, dann machen wir das ebenfalls leicht merkwürdig und setzen das Ding so dahin. Die Sache ist nur, dass man dann gefühlt hier nichts ernsthaft machen kann. Also wir müssen eigentlich schon fast überlegen, wieder so zu arbeiten, dass wir so einen Bereich in der Mitte haben, den wir so gut es geht versuchen zu nutzen. So, Frage ist, ist es hier warm, ist es hier kalt? Ich gehe davon aus, dass wir in der Region hier schon mal mit Kälte zu tun hatten. Das ist auch hier wieder so der Fall sein wird. So. Ich hatte angefangen gehabt, hier diese Sachen so ein bisschen zu nutzen. Keine Ahnung, ob das tatsächlich irgendwie mehr oder weniger bringt. Aber damit haben wir das auf Level 2. Wir gehen von Anfang an hin, haben unsere Pharmacy. Ist es clever, das Ding dorthin zu setzen? Vermutlich nicht. Das passen wir also dementsprechend gleich nochmal an. Wir müssen das Ding hier einfach wirklich in die Mitte. Geben euch den üblichen Stuhl. Den setze ich sogar hier hin, damit die noch ein bisschen näher dran sitzen. Ich gebe euch das hier, so wie das hier, und dann drehen wir das einmal so herum, zwar machen wir das so seitlich, und sagen, dass das Ding gleich sofort einmal upgraded werden soll. So wie das beschrieben worden ist, klang das nach etwas, das man wirklich zeitnah machen muss.
Und mehr mache ich, glaube ich, gerade. Doch, ich sollte. Wir wissen, dass wir irgendwann den Spaß brauchen. Das heißt also, wir werden die Sachen definitiv schon mal bauen. Ist das clever? Vermutlich ist so cleverer. Sie gar nicht so weit latschen müssen. So machen, damit das Ding dann noch daneben passt. Natürlich nicht. Dankeschön. Und eine Sitzgelegenheit einfach hier so. Great. So, und mehr. Ja, Toiletten müssen wir noch machen. Das übliche Zeug. Machen wir bei 3. Nur was aber können wir immer noch ausbauen. 1, 2 Sinks. 2 von denen. Und ein Hand Sanitizer. Einfach mal sicherheitshalber. Great. Und hinterher kommt der Staff Room. Wieder an die Seite, wo die Tür ist. Upa, da. Wo bist du hin? Kommt hier mein Essenszeug. Great. Das ist auf Level 2 und jetzt brauchen wir noch ein, zwei weitere Sachen, damit die vielleicht noch ein bisschen Ablenkung dazu bekommen. Das heißt, hier das Dartboard. Buff. Das heißt für den Anfang tun. Okay, und dann gucken wir mal, was passiert. Erster Gast, es ist kalt, alles klar. Heißt, wir dürfen hier auch nochmal so ein bisschen wieder die Wärme rauslassen. Okay, gut. So, das erste Ding ist geupgradet. Jetzt kommt natürlich nur die große Frage. Ja, da sollten wir gleich noch eine weitere Sache machen, wenn wir hier schon sind. Du arbeitest nur dort. Du arbeitest... Ja, okay, du musst vermutlich in mehreren Stellen vielleicht für die Zukunft erstmal arbeiten. Du bist mir Wurst. Das ist mir auch recht. Okay. Vielleicht ist die Überlegung, dass man gleich vielleicht von Anfang an versucht. Lass uns das mal machen. Eine Fluid-Analyse zu bauen. Gar nicht zu warten. Gar nicht das schwächere Zeug zu bauen. Sondern gleich halt die richtigen Geschosse hier vorzubereiten. Gut, und wenn der damit fertig ist, boom, auf das bitte los. Okay, dann gucken wir mal. What's your problem? Oh, your problem ist, dass man es nicht mal mit dem ersten Ding gleich schafft. Das tut natürlich weh. Okay. So, wir haben auch gleich jemanden, der das hier kann. Great. Dann sei du mal so frei und arbeite nicht mehr dort. Du arbeitest dann dafür dort nicht mehr. Und noch in den Dingern. Hooray. Und der Idiot hat sich natürlich das jetzt hier scheinbar vorgenommen, nicht darunter zu gehen. No, 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 wir machen das zu... Warum gehst du jetzt nicht dahin? Erklär mir deine Logik, du Idiot. Who knows? Also ich schau mal felsenfest versprochen, dass er nur noch dorthin geht. Okay, once more money, du bist doof. Du bist doof. Ihr seid alle doof. Once more money, no. Ja, logischerweise, wir versuchen natürlich trotzdem. Wo man sagen muss, ist beängstigend, dass selbst mit einem Consultant wir hier nicht gefühlt voranrücken. Also hier habe ich das Gefühl, dass wir hier vermutlich gleich neu starten dürfen. Einfach nur, weil wir dann herausfinden, oh, die brauchen jetzt Surgery in Wirklichkeit. Oder anderen Blödsinn, mit dem man sich aber nicht vorbereiten kann. Irgend sowas. Sonst wäre ich lustig, dass sie sich da wirklich da draufsetzen. Was definitiv nicht Teil der
Behandlung zu sein scheint. Okay, wir wissen angeblich schon, was seine Behandlungssache sein soll. Ich habe aber persönlich keine Ahnung. Also überhaupt nicht. Ja, und wir müssen natürlich eigentlich immer noch gucken, Research irgendwann zu starten, nur um dann halt... Vor allem drei Leute in Research. Was will ich denn mit den Idioten? Warum brauche ich Research? Ich bin doch damit schon längst fertig. Injection Room. Great. Als hätte ich jemanden, der in Injection Room arbeiten kann. Weiß mir jetzt ein bisschen, wo ist das da halt? Ah, vor allem brauche ich jemanden, der in Injection Room auch noch kann. Das ist ja so eine Grundvoraussetzung. Ich meine, wir werden es jetzt schon bauen und vermutlich auch dann gleich upgraden. Oh boy. Ja, also, es ist beängstigend zu sehen, dass wir mit 300.000 gestartet haben und die Hälfte bereits weg ist. Ohne ja überhaupt die Chance zu haben. Injection. Terminator Terrible Doll Gap. Nope. 1 zu 2. Definitiv nicht. Hätte der nur Dings, hätte man sich's überlegen können. Okay, Pharmacy Time. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier 60 zu 99. Das wissen wir noch nicht, wie es genau aussieht, weil die angestellte Person da noch nicht drin steht. Aus irgendeinem Grund. Ach boah, da muss man halt natürlich auch 10.000 Tage noch warten. Muss die eine Person jetzt im Endeffekt hin? Habe ich die weggeschickt? Nee. Aus irgendeinem Grund wird nun die eine zeigt, dass sie eine Wartezeit eigentlich haben sollte. 78. Der Staff Skill von 1 noch nicht gut genug ist. Also wir müssen auch da noch vielleicht noch irgendwann upgraden. Aber vielleicht sollten wir vielleicht einfach mal wirklich hoffen, erstmal ein bisschen Geld zu machen. Get patient to wait. Ja, also... Hätte man natürlich sowas von Anfang an gewusst, wäre das natürlich hilfreich gewesen. Hätte man nämlich da auch von Anfang an darauf neu starten können. Also ich denke, auch das hätte man vielleicht überlegen können, dass wenn man das... Wenn man in der World Map ist, nennen wir es so, und die bei den Krankenhäusern sich ansieht, dass da halt wenigstens dabei steht, okay, das sind so die ersten paar Krankheiten, die auftauchen. Damit man wenigstens schon mal so ein bisschen weiß, worauf man achten muss. Und vielleicht auch, dass man am Anfang so ein bisschen auch die Leute bekommt, die man vielleicht auch gebrauchen könnte. Denn, Cheese for Brains, super. Ich sitze jetzt hier, hab interessanterweise irgendwie Plus gemacht, aber ich habe jetzt hier einfach Leute, die warten und nichts machen können. So, überhaupt nichts. Wie sieht's aus? 78, okay, das bleibt ungefähr in dem Dreh. Nicht schlecht. Damit könnte man sicherstellen, dass vermutlich die ersten paar Leute überleben würden. Tja, das ist nur eine Frage der Zeit, wa? Hooray, wir haben wieder jemanden behandelt. Ja, und die nächste Person, die warten darf. Nur eine Frage von 10 Tagen vielleicht noch. Oder mehr. Wenn man Pech hat. Aber hey, wir haben eine Cure Rate von 100%. Hooray! Meine, immerhin ist das Ding schon auf Level 2. Mit ein bisschen Glück, wenn man dann jetzt auch noch jemanden bekommen würde. Das Problem ist, ich muss sie vielleicht vorher einfach wegschicken, in der Hoffnung, dass sie halt nicht wegen... oder mit dem Rage Quit mir dann die Statistik versauen. Come on and... Great. Great. Aber jetzt habe ich das gebaut und ich habe das Gefühl, dass da kein Schwein hingeht. Little Charming, nope. Die brauche ich vor allem so überhaupt nicht. 18 Tage warten, bis hier was passiert. Ansonsten, ja, ich könnte anfangen, Leute mal umzubenennen. Ist ja nicht so, als könnte man allzu viel mehr anders machen.
reminded not to be stressed. Tja. Was passiert eher? 66 Sekunden oder 11 Tage? I do not know. Tja, wenn ich Pech habe, gehen mir jetzt hier so viele Patienten durch die Lappen. Also ich könnte überlegen, noch einen zweiten Assistent hier einzustellen. War, wow, nee. Drei, zwei, eins. Oh hey, den nehme ich. Den nehme ich. Den nehme ich. Das geht sogar halbwegs in Ordnung von der Combo. Es geht lustigerweise wirklich halbwegs in Ordnung. Dann könnte nämlich die Person irgendwann noch Nightbooster noch ausbilden. Damit es auch da nochmal besser funktioniert. No, 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 what are you doing? Rein da. So, aus Pullover wird Rallyover. So, ansonsten sollten wir vielleicht mal gucken, dass ihr trotzdem irgendwelche Drinks und Schnacks bekommt. Damit da nicht zu sehr rumgeheult wird. Likes to Argium. Alright. Mein Glückwunsch. Wenn anfangen, wirst du hier es tun. Weiß nicht, ob ich dich wirklich umbenenne. Ah, mach's einfach. Warum nicht? Aber jetzt aber wert daraus halt eine zweite. Ich wollte schon sagen, hat der wirklich gerade 0% bekommen? Hat 0% bekommen, weil er einfach nur eine Bestätigung ausgeschrieben hat. Und zum Money. Nope. Nope. Ich brauche keinen Janitor, der littert. Boop. Die Nadel ist aber wirklich bitterbös. Also, das finde ich immer noch bösartig. Ja, wenn man Minus gemacht. Das war natürlich die große Angst. Ansonsten glaube ich aber trotzdem, dass ich dir das jetzt nochmal ganz kurz hier wegnehme, dass jeder immer noch in seiner Ecke ist, bevor halt sie auf einmal meint, darüber gehen zu müssen. Und. Also was machen wir denn? Oh, macht er auch gerade. Sehr gut. Da kommt jetzt ein. Ihr seid auch. Also da kann man euch wirklich mal den Mittelfinger geben. So, ich bin mal so frei und schmeiß das Ding hier rein, weil der hat Hangry. Mhm. Heißt also, wenn er da vielleicht die Zeit findet, zwischendurch was manchen zu können. Warum nicht? Schautemper, nope. Deswegen, das ist fies wieder. Man ist wieder in diesem Setting bereits drin, wo man einfach Leute ablehnen kann. Was hier nicht richtig ist. Ach ja, jetzt will hier jemand hin. 8-Bitten, are you for real? 8-Bitten. Ich meine, ich kann das Ding ja einfach aufheben. Ich meine, wir werden es dann auch definitiv machen, weil das Geld ist definitiv wert ist, aber... Man! Vor allem 3 Leute für Research. Das wird unendlich lange dauern. Das wird wirklich unendlich lange dauern. Wo ich noch nicht weiß... Ich meine, im Endeffekt... werden wir vermutlich noch nicht nächstes Mal dann auf den ersten Stern übergehen. Aber weil ich vermute hier noch einiges mehr auf uns lustig zukommen wird, gerade was Krankheiten betrifft, und das ist mir so wichtig, wenn man so ein bisschen das Gefühl für das Level bekommt. Gerade am Anfang. Ha, das Geld werden wir noch niemals einnehmen. Bitte dich. Deswegen gerade halt in dem letzten Level auch wieder da war, da hatte man 400.000 als Challenges bekommen und das wurde so schnell erreicht. Gott, was ist das denn? Schnibbler, Researcher und GP. Deswegen, der würde mir nicht mal helfen, weil er nur eins Trade noch erlernen könnte. Wir hätten hier nochmal ein Literal Positive. Believe the snack is called Cheesy Goblins. Mhm. Ja, du bist doof. Sagen wir mal, hier noch irgendeinen holen sollte, aber von denen definitiv keinen.
Ja, und hier sieht man natürlich dann schon das Problem. Ich brauche jetzt hier eigentlich eine zweite Person, die dann auch da drüben eigentlich arbeitet, weil bereits so viele Leute hier Hilfe brauchen. Man sich fast wieder fragen muss, ob Schattenmensch wirklich hier einfach zu schwach ist bereits von seinem nur einen Trade, den er hat. Müssen wir mal gucken. War das wirklich eine 1%? Ja, okay. Okay, halt, das zu Ende bringen noch musste. Ansonsten sollten wir mal gucken, dass auch hier, da sind Sitzmöglichkeiten gegeben, gut. Come on, jemanden, der mir hier helfen kann. Right, yes, no. Hier brauchen wir jemanden, der, nope. Terrible Doll will work for Peanuts. Ja, 2 zu 1, immerhin. Also was hier? Du sollst das jetzt machen. Das geht vollkommen in Ordnung. Es ist nicht ideal, aber das kann man ihr immer noch beibringen. Mit gar nichts ist am Anfang hoffentlich halbwegs in Ordnung. Wenn du vielleicht trotzdem so ein paar Leuten hier die Diagnose stellen kannst. In the event of an epidemic, please try not to panic. Das war 19. Ja, hoffen wir einfach mal, dass hier. Klar ist klar. Oh, wir haben jemanden nicht erfolgreich heilen können. Oh boy. Ja, wir haben keinen. Wir haben noch keinen Trainingsroom. So, 31. Wie sieht's aus? Plus. So, überhaupt nicht. Was bitterbös ist, weil man müsste dann über oder hinterfragen, woran es liegt. Ich meine, man kann immer sagen, klar, dass die Kosten des Person. Wie viel Chance-Prozent? 81, das ist natürlich schon bitterbös. Ich kann mir eigentlich das kaum aktuell erlauben. Na, natürlich nochmal eine interessante Combo. Der ist wirklich leider zu teuer. Natürlich aber auch lustig, dass die hier gerade nichts zu tun hat. Weil Schattenmensch halt gerade noch aktiv arbeitet. Aber vermutlich halt mit diesem einen GP-Punkt zu schwach ist. Es geht immer, wir haben zwei Analysebereiche. Not now. Der Schattenmensch reitet auch schon wieder nach Training. Relativ zeitig sogar. Don't forget to tip your doctor. Ich brauche mehr Personal. Ich brauche einen Doktor, der Treatment hat. Treatment Level 1 würde vermutlich sogar als Halbwegstum. Mehr ist eigentlich kaum drin, aber wir müssen Plus machen. Plus machen. Ah, weh, jetzt tauchen hier keine Leute mehr auf, die halt hier in den Popo gepikst werden müssen. Aber das brauchen wir eigentlich relativ dringend. Tails easy, die Big Bladder likes to argue. Wow, 0 zu 3. Nicht mal bitterbös. Jedenfalls müssen wir gucken, dass hier vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Person geholt wird. Mal take a break, gerade wo jetzt niemand hier ist. Ups. Ups. Genau, dann ist einer aufgetaucht. Ah, die Leute hier sind natürlich alle doof. No. Unhygienic Motivated Terrible Doll. Und dazu noch gleich drei Traits. Yes, Potential. A Natural Mentor. Horatio, ist sein Name, klar. Das ist aber auch wirklich doof, dass so überhaupt niemand scheinbar hier hinten hin will, ne? Genau, hier mal vielleicht reparieren gehen. Dann ein paar dabei, die wirklich gut Geld verlangen. Research Points, hooray! Weil man darf ja auch nicht vergessen, das große Problem ist ja nicht nur, dass wir nicht viele Leute haben,
die wir ernsthaft nehmen können. Sondern wir haben auch noch viele Leute, die, oder nicht viele zur Auswahl. Und es dauert schweinelange, bis neue auftauchen. Also man sitzt dann hier. Ups, ich wollte jetzt nicht Pause drücken. Aber man sitzt halt jetzt hier und nichts passiert. Come on, Doktor mit Treatment, damit ich diese Emergency-Sache annehmen kann. Denn das würde wenigstens so ein bisschen Geld reinspielen. Oh boy. Likes to argue. Hooray. Hey, this wants more money. Why? Warum seid ihr alle so furchtbar? Tja, wir haben es nicht geschafft, 1.000 einzunehmen. So ein Zufall. Ich meine, wir haben schon mal einmal Plus gemacht. Das ist zwar nicht viel Plus, aber es ist Plus. Ah, boy. Ich meine, vielleicht muss ich den trotzdem einstellen, einfach in der Überlegung, jemanden hier mehr in der Rotation zu haben. Ja. Scheinbar brauche ich es aktuell noch nicht so dringend. Ich darf nicht vergessen, Night Booster ist auch nicht jemand, der Pharmacy wirklich hat. Ich will aber nicht doof einfach nur Leute einstellen. Ja, dich kann ich, glaube ich, aufgeben. Natural Manager hat Potential. Ich will einfach nur einen, der ganz simpel in der Rezeption sitzen kann. Auch du bist eigentlich zu teuer. Vielleicht sollte ich hier gucken, wenn der Sekunde, in der einer auftaucht, der einfach das nur auf Level 1 ist, ob man sich den nicht einfach greift, weil die Kosten, wie man hier zum Beispiel sieht, unter 6.000 auf Level 2. Level 1 wäre dann noch oder weniger. Ich denke, das ist in Ordnung, wenn man sagt, man tauscht die dann nochmal. Weil so sehr, ich denke, es geht bei den Doktor vielleicht sogar in Ordnung, aber weil die wirklich mehr hinbekommen, können wir mal ganz kurz gucken. Bist du neu? No, du bist nicht neu. Doch. Will jemanden haben, der komplett neu ist, das ist nämlich jetzt hier mit dem nächsten gleich gegeben. Können wir nicht mal rausfinden, wie viel die mit einem Schub hinbekommt. Nope. Das brauche ich gar nicht erst gucken. Nope, da brauche ich auch gar nicht erst gucken. Greenfingers Class Clown. Und zwar Money, ist alle doof. Alle doof. So, wie sieht's aus? Jemand, der noch überhaupt nichts hat. 96%. Das war ordentlich. Ansonsten ganz kurz eine Sache sicherstellen. Ich meine, 8 bitten. Doktor, genau. Da ist also auch nicht der Fall, dass irgendwie Schattenmensch das machen könnte. Night Booster in dem Fall. Night Booster. Oh, wir haben mal hier mal jemanden. Du bist vollkommen in Ordnung, wieder Return to Work. Ey. Ich denke, wenn wir eine ruhige Sekunde vielleicht haben und vielleicht einen Monat, wo wir ein bisschen Plus machen. Hooray! Fracture Ward! Ach ja, sieht man in dem Kollegen ja sogar auch. Get to wait? Fragezeichen. Ich meine, ich lasse sie warten. Wenn jemand auftauchen sollte... Vielleicht können wir die Person dann helfen, retten. I don't know. Nope, can't spell the name. Great. Oh, hey, Hangry. Yes. Hi, Hangry. Okay. Man hätte vielleicht vermutlich das Ding früher bauen sollen. Aber darum können wir uns jetzt leider nicht kümmern. Wieso halt, wir hätten auch keine Chance gehabt, das Ding abzugraden. Aber mal ganz ehrlich ist... Das Ding kann ruhig hier drin stehen. Wenn wir trotzdem gucken, dass es hier. Also wir stehen das ruhig ein bisschen weiter vorhin. Wir wollen das natürlich clever machen. Heißt das Ding hier an die Seite? Das ist zwar nicht ideal, aber ich will sicherstellen, dass die Leute so daran vorbeilaufen könnten. Ohne sich dabei unendlich dumm anzustellen. Extinguisher, ja, hier von mir aus. Eine Sekunde, in der die fertig sind, laufen sie zwar auch einmal dagegen. Aber mir ist wichtig, dass gerade, falls jemand hier irgendwie schon schwächer ist, dass auch noch die Möglichkeit existiert. So, wichtig ist, uns geht es hier nicht um die Reputation, uns geht es hier wirklich rein nur darum, das Geld zu bekommen, das der jeweilige da mit sich bringt. Okay, und du Ding ist, die schmeiße ich da schon mal rein und das starten wir. Logischerweise.
Es wäre natürlich trotzdem sehr angenehm, wenn wir in der Zukunft weitere Leute gleich bekommen würden, die hier da behandelt werden müssten. Was für tolle Leute, die mir entgegengeworfen werden. Immerhin haben wir jetzt hier schon mal Level 5 erreicht, das heißt, das bekommen wir in der Theorie schon mal eine Person mehr. Okay, 8-Bitten. 75%, das geht in Ordnung. Das geht sogar halbwegs in Ordnung. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das sogar. Okay, wenn wir jetzt hier dann noch Fracture Ward hinwerfen, das würde dann auch wirklich relativ übersichtlich bleiben, denke ich. Come on, dude. Bring in the money. Meine ich jetzt so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Also auf positive Weise. Noch positive Weise als nur, ich krieg Geld. Vor allem, der hatte 75%. 75%, dass er drauf geht und er hat's hinbekommen. Nope. Das ist schon ein bisschen böse. Come on, irgendjemanden, den man hier brauchen kann. Class, Clown, Hygienic. Ja, vermuten. Oh boy, has potential short temper kostet unendlich viel. Ich lasse einfach mal ganz kurz da sitzen. Genau, wie meine Patienten. Und hoffe, dass wir vielleicht nochmal in der nächsten Runde einen besseren bekommen. Deswegen, ich denke nämlich, die Krankheit hier ist Innis Difficulty unbekannt. 1:1 steht's. Okay, wir haben 43. Yes. Wir haben tatsächlich mal Plus gemacht. Hua. Get a level 4. No. No, ich habe andere Probleme. Zum Beispiel, dass hier Weißbrot jeden umbringt. Ich hätte ihn nicht Weißbrot nennen dürfen. Bitte hier überlegen wir nochmal, welche reinzuwerfen oder die Dinger nochmal einen vorzurücken. Aber, ne. Und so sollten wir mal rausfinden. 80. 55, 105. Okay, also das. Vor allem 55 für. Ach Gott, die Form ist doch so für den Hintern. Denn die 10 schon nicht mehr. Great. Ich meine, wir haben mal wieder jemanden geheilt. Hooray. Ich hätte ihn ganz gerne genommen. Aber ich kann mit Weird Al aktuell nichts anfangen. Ich habe schon eine Person, die da nicht arbeiten sollte. Yes, get patient to wait. Oh boy. Oh, goddammit. Ihr seid alle viel zu teuer. Ihr seid alle schon 4 Sterne. Und dann halt auch noch so dieser bunteste Mix. No. Sorry, ich tue mich schon schwer, diese Person hier beizubehalten und die kosten in der Theorie schon weniger. Und ich muss auch noch Research irgendwann starten. Es steht 3:2 mit 5 noch offen. Damit haben wir es. Damit kriegen wir den Boni. Wenn es 7 Leute sind, wir haben 4 geheilt, ist es über die Hälfte. Yeah. Quick Math. Tja, das ist ein Problem. Das war zu erwarten, dass hier irgendwann die Leute durchdrehen. Ja, und die schmeiße ich jetzt auch hier raus. Wie zählt das jetzt eigentlich? Einfach mal so rein und test. Broken Face. Ja, einer hat mit einem Rage Quit sich verabschiedet, der andere wiederum scheinbar nicht. Also haben wir hier geschludert, haben wir schlafen. Hey, Rising Star. Hooray. Great. Ja, das Lustige ist, dadurch, dass wir es jetzt geschafft haben. Oh, nö. Wo soll ich die ganzen Krankheiten unterbringen? Holy shit, wo soll ich die alle unterbringen? Wie soll ich die alle behandeln? Ich meine, der würde theoretisch die beiden noch bekommen, aber der ist viel zu teuer. Weißt du was? Du arbeitest jetzt hier. Und du nicht mehr. Gott, jetzt muss ich mich um die auch noch kümmern.
Keine Ahnung, wie ich das aufbaue. Ich muss das hier für 30.000 bauen. Und vor allem, wenn wir dann ehrlich sind, muss ich das Ding auch sofort upgraden. Sitzmöglichkeit hier bieten. Genau, dann machen wir das aber so, damit die noch schneller dahin sitzen sich können oder aufstehen und dahin gehen können. Das geht dort in Ordnung. Das geht auch hier in Ordnung. Alright, here we go. Und wäre schön, wenn wirklich hier vielleicht nochmal jemand Neues auftauchen würde, sonst verkaufe ich das Ding nämlich wirklich gleich wieder. Ein Pandemic Lab, are you for real? Meine Schöne ist, damit habe ich immerhin Weißbrot einen weiteren Nutzen gegeben. Das Ding kostet 20.000. Das ist ein 4x. Warum ist das ein 4x4 Raum? Are you. Holy moly. Das glaube ich kaum. Ich hätte es vermutlich andersrum aufbauen sollen. Ja, lassen wir das ganz kurz andersherum machen. Weil hier haben wir nämlich die ganzen Nurses am Sitzen. Denke, das ist clever. Gott, ich brauche vor allem noch den dummen Fracture Ward. Den ich dann dahin bauen würde, was auch wiederum dumm ist. So, das brauche ich einen Fanslab. So, wir setzen das ganz bewusst da an die Ecke, damit die Person da schneller hinkommt. Wir haben den Chair, den wir hier hinsetzen. Das geht auch in Ordnung. Das Ding kann hier hin. Das kann auch dorthin. Das sollte dem Patienten egal sein. Ach, goddammit. Hey, wir haben nochmal jemanden geheilt. Oh, da ist jemand. Hey! Das geht hier munter weiter. Sehr schick. Hast du immer noch Angst, dass wir hier zu viel Geld rauswerfen? Oh Gott, guckt euch das an. Ich meine, ich habe 2 GP, ein Treatment. Das geht halbwegs. Ja, das hier ist für den Hintern. Has Potential, ja. Ihr seid mir alle so teuer. Und er den erfolgreich behandelt. Nice. Geh mal hin und upgrade auch das hier. Weil da jetzt hier schon die nächste Person aufgetreten ist, die kein VIP ist. Das ist also sehr hilfreich, aber das hier hinten ist kein Pro. Immer noch ein Problem. Meine, könnte ich da jemanden arbeiten lassen? Ich könnte da vermutlich jemanden arbeiten lassen, einfach. Vielleicht setze ich da Weird Al tatsächlich einfach hin. Als Fracture-Kollegen. Aber ich habe halt Angst, dass der einfach nur Leute umnietet. Ja, also ich denke, ich muss hier einfach warten. Gehe ich noch eine Rotation? Vermutlich nicht. 20 Tage für 50 Sekunden. Das wird vermutlich nicht passieren. Cheese for Brains. Schade. Brauche ich nicht. Ah, so was, ich hole dich auch hier einfach mit rein. Und ich schmeiße dich einfach mal ganz kurz. Okay. Ich meine. Damit können wir sicherstellen, dass wir die Person behandeln. Das ist zwar auch nicht wirklich gut, wenn wir ehrlich sind. Was will man tun? So, Blaster Caster, sehr schön, das kann ich so hinschmeißen und dann ein Teil. Das ist so übertrieben. Also, das ist übel, dass es sagt. Also 4x3 brauchen, dann passt da ein Bett hin. Eins. Nicht mehr. Ein mickriges Bett. Mein Bett ist groß, so ist nicht, aber ich meine halt nur, dass da man hätte mehr erhoffen können. Was hat das hier zu besprechen, so überhaupt nichts an Wärme ist? Das sieht besser aus. Da hinten muss keiner hin und da hinten, weil sich da jemand in die Ecke stellt. Dann hat er sich die kühlere Auszeit verdient. So, dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Ob Weird Al das bekommt.
gebacken bekommen, den wir jetzt umbenennen. Wer fehlt uns von Namen noch? Kann ich auch clever angucken. Wir haben noch Cat Crusts. Was ist das denn für ein Name? Besser. Hier haben wir die alle umbenannt. Great. Okay, wir haben auf jeden Fall immer noch... Wir sollten vermutlich trotzdem mal gucken, den Janitor einzustellen. Unmotivated, short temper, funny. Das ist alles furchtbar. Charming. Das Problem ist, ich brauche jemanden, der gerade Mechanics hat, um diese Upgrades durchzuführen. Heißt also, es hilft mir überhaupt nichts, einfach nur jemanden mit Potenzial einzustellen. Oh Gott, jetzt sitzen da auch schon wieder 6 Leute, die da hin müssen. Das heißt, ich müsste auch... Wo soll ich das ganze Geld herziehen? Ernsthaft, was zählt denn hier als Nummer 2? Das da für 90.000. Ja, also ich denke, man muss hier auf einen der 3 übergehen, die bei weitem weniger kosten. Vor allem, ich habe immer noch kein Research angefangen. Ich weiß nicht, wann ich... das jemals hinbekommen soll. Deswegen, ich müsste jetzt hier wirklich Leute einstellen, die vielleicht im besten Fall Research 1 haben. Und dann mit denen sich das erhoffen. Injection Room. Injection Room, da kann man vermutlich mittlerweile ernsthaft überlegen, auch das zu upgraden. Aber weil da so viele Leute bei sind, yay, jetzt nicht geschafft. Chance 70. Für jemanden, der dafür nicht geeignet ist, ist das aber immer noch eine gute Quote, wenn man ganz ehrlich ist. So, wie viel... 20 nochmal oben drauf. Das ist natürlich auch riskant. Wir haben so überhaupt kein Geld eingenommen. Was haben wir denn letzten Monat gemacht? Ach so, das koppelt sich jetzt alles da. Ah, shit. Ich brauche eigentlich jetzt hier schon einen zweiten Arzt. Einen zweiten GP-Raum, eher gesagt. Ich habe keinen Platz für einen zweiten GP-Raum. Weil zum gewissen Grad habe ich dafür Platz. Ah, es sieht halt hier echt schlecht aus. Dabei. Das heißt aber auch, wir müssen dann für die Zukunft gucken, einen weiteren GP zu bekommen. Auch gar nicht so falsch als Combo. 23.000 gegen 30.000. Vielleicht sollten wir wirklich überlegen, dass... Doof ist, der ist einfach nur hangry. Der hat nicht die anderen Sachen mit funny und motivated. Kostet aber weniger. Ich denke, wir müssen hier einfach hier versuchen, clever zu arbeiten. Geld zu sparen, wo es geht. Ja, das ist erstmal soweit richtig. Cheese for Brains, ihr seid beide furchtbar. Okay, Schattenmensch und Cutter am... Ja, oh boy. Und jetzt reicht das, was wir haben, noch nicht mal aus. Mhm. So. Oh, nee, Cutter, jetzt macht die auch noch Pause. Oh, shoot. So, Night Booster, arbeitest du? Du arbeitest es nicht in den Bereichen. Willkommen zu den anderen Bereichen, die du jetzt auch noch abarbeiten darfst. Irgendwer muss es machen. Eigentlich müsste ich das Ding auch noch upgraden, mindestens auf Level 2, damit wir da noch eine höhere Chance bekommen. Auch wenn von denen zum Beispiel auch keiner hier aktuell mehr auftaucht. Dreckskinder. Weißt du was? Du darfst dich schon mal zu dem 8 bitte darüber begeben. Und bist du VIP, yes. Jemand, der schnell arbeiten kann. Nope. Ah, das ist furchtbar. Terribly dull. Das denke ich ist auch etwas, was wir vermeiden sollten. Wir haben immer noch keine Nurse bekommen für Fracture Ward. Oder Wards allgemein. Ich denke, man kann die Frustration. Oder ich hoffe, man kann sie nachvollziehen. Ja, hier ist natürlich logischerweise zu eng, da kommen die Leute nicht durch.
Okay, da hat jemand hier wieder das Ding auf, okay. Hey, wir haben damit mehr oder weniger fast das Upgrade bezahlt. Okay, wir müssen wirklich dann irgendwann überlegen, das Ding abzugraden, damit wir da auch noch Research reinschmeißen, damit wir dann nach und nach da 3 Leute in Research ausbilden können. 3? Was will ich denn mit denen? Also das ist für mich noch unklar. So, Weißbrot. 8-Bit goes in. Real Person comes out. Hooray! Und das lief sogar relativ ordentlich. Was hast du? 82%. Also, die Chancen sind gar nicht mal so sch... Oh, goddammit, dann kriegt man natürlich hier so eine Rummelkotze. Oh boy, 36.000 ist so teuer. Ich meine, die sind noch teurer, klar. Aber mal ganz kurz zum Vergleich. Nurse Jankovic. 16.000. Die verdient 20.000 mehr. Würde vermutlich aber halt alles hier erstmal regieren. Und könnte vor allem nur, was aber auch noch hier arbeiten. Kann ich aber nicht tun. Kann ich eigentlich mir nicht erlauben. Wir haben schon Probleme, die Rechnungen zu bezahlen. Man müsste eigentlich wirklich überlegen, Cutter wieder rauszuschmeißen. In der Hoffnung, jemanden zu bekommen, der wirklich gleich 2 GP hat. 70%. What are you guys doing? Man überlegt natürlich auch gerade so ein bisschen, wie könnte man das Ganze noch so anders aufbauen? Man könnte überlegen, zum Beispiel das hier, weil es halt 4 lang ist, darüber zu schleudern. Aber das würde keinen Platz erzeugen. Man würde Sachen umbewegen und dann realisieren, dass man da nichts Neues hinsetzen kann. Man könnte vermutlich gewisse Sachen herumschaffen, wenn man vielleicht überlegt, das da irgendwie dahin zu schmeißen. Vielleicht würde man dann irgendwie Platz gewinnen. Und man dann sagt, man würde das wiederum vielleicht an die Ecke schieben. Aber dafür müsste ich jetzt erstmal Platz schaffen, um das da hinzubekommen. Lass mal testen. Ich das Ding einfach da hinsetze, das Ding ganz kurz hier schief setze, sorry. Ja, die Tür passt natürlich da jetzt nicht hin. Ja, das ist einfach das allgemeine Problem. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Lustig ist, ich könnte das Ding halt nicht mal irgendwie so irgendwie bewegen. Also, am liebsten wäre mir wirklich eine Möglichkeit zu sagen, ich hätte einen Baumodus, wo ich mehrere Sachen auf einmal bewegen kann. Oh, what are you doing? Okay, da ich das jetzt hier... Na, die müssen... Ach Gott, dann da zieht sich's auch schon. Das würde funktionieren. Aber halt, Diagnose brauchen wir nicht. Die Frage ist, wie viele Leute tauchen hier eh regelmäßig auf? Wir haben eher Leute, die hier mit den Kochtöpfen zu kämpfen haben. Wir könnten wirklich jemanden eher gebrauchen, der noch... Okay, das hat schon mal geholfen. 86%, alright. Aha. Deswegen, man sieht hier gleich, die Difficulty ist bei 60%. Also die Dinger sind schon knackiger. Ich meine, wir haben Geld eingenommen. 54%. Ohoho. Ja, also wir brauchen meines Erachtens definitiv jemanden, der rein für die Pharmacy arbeitet. Damit gerade die anderen Nurses für Treatment sich auf die Sachen konzentrieren. Nö. Konzentrieren könnten. Ja, und das Ding muss vermutlich geupgradet werden. There we go. Weil das genug Leute da auftauchen sollte, das. Sollte das in Ordnung gehen. Holen wir uns den.
In der Hoffnung, dass er für uns in der Zukunft hilft. Teils ist er diesem Problem, Lachs Argus eigentlich auch ein Problem. Likes to argue, Tyus easily. Ist vermutlich aber trotzdem jemand, der mehr mir bringen würde mit diesen 20%. Doof. Doof, 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 doof. Er ist beeindruckend. Der ist vermutlich richtig gut in Maintenance. Das Schöne ist nur, dass zum Beispiel Farmer Emergency. Oh, great. Genau, was ich nicht gebrauchen kann. Eine Masse von Leuten, die ich nicht wirklich abarbeiten kann. Also ich muss jetzt hier wirklich hingehen und mehr Sitzmöglichkeiten erzeugen. Wie viele sitzen denn hier gerade? Einer noch. Ich denke, die Überlegung wird sein, dass wir den Drugmixer dann auch gleich upgraden. Wenn hier gerade keiner mehr ist. Da ist jetzt gerade einer aufgetaucht. Okay, okay, okay. Wir kommen nicht dran vorbei. Das heißt, du musst jetzt irgendwas anderes machen. Vielleicht versuchen wir das hier so umzubauen und du arbeitest jetzt hier exklusiv. Liebe drei Leute haben jetzt genau, wo jetzt einer rausrotiert, kann Al das übernehmen. So, dich haben wir eingestellt, genau, also Alkoholiker, kümmere dich mal bitte um die. Was auch immer du da machst, warum du dich da hinter der Maschine versteckst. Ja, okay. Das Ding ist 2, das ist auf 2, das wird auf 3 gebracht. Das sollte auch demnächst auf die 3 gebracht werden, nachdem wir hoffentlich den gemacht haben. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung, den noch ganz kurz abzuwarten. Oh yes. Weniger so, was ich hier sehe, aber ich denke, wir müssen jetzt hier wirklich einfach mal wirklich das Schlimmste vom Schlimmen nehmen. Ich denke, Evil, sowas dürfen wir uns nicht erlauben oder Nausea Inducing, aber ansonsten müssen wir vermutlich wirklich mit dem nehmen, was wir bekommen. Einfach nur damit, ja, gerade so, dass wenn einer von den beiden Pause macht, das Ganze hier nicht zusammenbricht. Das müssen wir ernsthaft vermeiden. Ich bleib dabei, wir brauchen eigentlich noch eine weitere Nurse, die rein Pharmacy arbeitet und das ist nicht die da gerade gewesen. So. Here we go. Wie viel hattest du? 81. Das ist immer noch nicht wirklich gut, wenn man ehrlich ist. Aber hier müssen wir einfach mit der Logik rangehen, dass wenn wir das Ganze auf 3 gebracht haben, plus jemanden bekommen, der auch hier ernsthaft arbeiten kann, dann sieht das schon mal besser aus. Ich denke, hier war schon mal richtig, das zu downgraden. Klar, die ist auch Level 3 bereits. Also ist nicht 100% ideal. Aber das ist besser. Ja, ich denke, ist auch klar, wir werden nicht warten. Wir haben nicht den Platz, um warten zu können. Nice, und die hat es auch geschafft, hier die Person zu behandeln. Prozent 70. Uff. Uff, uff, uff. 70 ist wirklich mies. Deswegen, natürlich muss ich auch nebenbei so ein bisschen jetzt schon vielleicht anfangen zu gucken, wen von denen ich jetzt schon von vornherein sagen kann, dass sie kommen sollen. Hope ist also furchtbar. Ich kann nicht jemanden gebrauchen, der einfach nur lustig grinst. Ich brauche jemanden, der rein Pharmacy ist. Am besten Pharmacy plus Treatment gleich. Damit, wenn dann hier gleich die Armada kommt, dass das alles in Ordnung geht. Das Lustige ist natürlich, dass kein Schwein hier mehr hingeht. Keiner möchte mit Como spielen. Möchten alle zu dieser Fluidanalyse und schon fast wieder überlegen muss, ob man nicht gleich zwei von denen sich holt. Okay,
Natürlich, aber 58 ist wirklich wenig. So sieht's hier aus. 84. Yes. Yes. Jemand, der gar nichts kann. Great. Das kann ich nicht gebrauchen. Das gleiche gilt für euch alle hier ebenfalls. Ich brauche nämlich eigentlich auch noch hier jemanden, falls er hier eine Pause braucht. Oh boy. Also das ist bisher ein furchtbarer Anfang. Hier läuft so überhaupt nichts gut. Also ich denke, am anderen Level, da lief es besser. Vielleicht erinnere ich mich da auch daran falsch, aber ich meine, dass es da besser lief. Ja, Komo weiß nicht, was er machen soll. Komo läuft einfach nur durch die Straßen. Hier haben wir eine relativ gute Sicherheit mittlerweile. Einziges Problem wird sein, wenn mehr als einer auf einmal behandelt werden müsste. Was sich so langsam andeutet, logischerweise, aber... Wir brauchen keinen, der... Wir brauchen... Gib mir doch mal bitte das, was ich gebrauchen kann. Meine Frage ist, wann überlegen wir, das Gebäude uns zu kaufen? Vielleicht, wenn wir die 200.000 geknackt haben. 250.000, so in dem Dreh. Damit wir wirklich halt Research, Trainingsrooms bauen können, altes Zeug. Ja, und es ist natürlich schön, wenn man auch das Ding irgendwann nochmal upgraden würde. Ich meine, die Person wurde mit 92%, das geht in Ordnung, behandelt. Trotzdem brauche ich einen, der endlich mal nur Pharmacy kann. 43 zu 23. Alright. Gott, dass ihr immer zu diesen GPs da zurückwatschelt. Würde ich euch hier am liebsten die Pfoten brechen. Aber manche von denen sind wegen dem Grund bereits schon hier. Ja, die Frage müsste eigentlich schon fast sein, ob man das Ding nicht komplett abreißt und zwei von denen baut, aber... Leider ist das Geld leider hier noch nicht von dem Geldbaum gefallen. Right. Ist vermutlich sogar besser in der Situation. Kostet weniger. Nö. Achso, der ist auch schon Level 2. Okay. Never mind. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Damit könnte ich was anfangen. Yes. Gut, damit haben wir jetzt hier die perfekte Rotation. Looking for work, okay. Dann take a break. Damit du dann rechtzeitig wieder bereit bist. Ja, dann haben wir es hier mal nicht geschafft. 70%. Ich denke, das ist vielleicht der einzige Punkt, den man anbringen kann, wo man den anderen sich holen sollte, weil der nur auf Level 1 ist. Man dann vielleicht lieber Pharmacy 2 hat. Aber halt vom Preis macht es keinen Unterschied. Deswegen hier lieber den zu behalten, aber weißt du was? Ist vielleicht so ein bisschen silly, aber ich habe lieber was davon, dem ich jetzt zweimal dann, da ich Ward 1 und 2 irgendwann erlernen kann, anstelle von jemandem, der dann halt einen Trade hat, der mir überhaupt nichts bringt. Klar, der hat seine Nutzen, aber wir wissen, dass Ward Level 1, 2, 3, 4, 5 mehr insgesamt bringen. Wenn man hier einfach mal ganz kurz guckt, da sieht man, das gibt immer 20% auf Treatment und Diagnose. Und gegen das Ding Nutzen bringt. Das wird nicht passieren. Das Ding ist immer noch nicht fertig. Also das ist vielleicht vermutlich auch so eine Überlegung, dass man irgendwann Leute hat, die... so richtig gut sind in Sachen Maintenance, in Sachen Upgrades, dass man wirklich versucht, wie viel auch immer das Maximum sein möge, das auf Level 3, Level 5 oder ähnliches zu konzentrieren. Und den gar nicht versucht irgendwie zu sagen, oh, die können auch Geister machen und die können auch schneller laufen und sind zufriedener oder ähnliches. Die Nadel ist Mörder. Die ist so groß.
Weil wie viel Blut der da rausgezogen hat. Ja, und da waren natürlich so viele Leute. Herr Weißbrot, ein bisschen der MVP hier. Mit den anderen Leuten mehr oder weniger im Treatment, logischerweise, aber halt. Die machen den Unterschied, ob wir das Ganze hier voranbringen oder nicht. Hey! There he is. Amazing. So, Mr. Greenfinger wird von nun an das exklusiv machen. Eine Antwort nach Tomsk. Wenn das Ding dann upgraded ist, das ihn ganz kurz hier nochmal zu zeigen, das sind 10%. Pharmacy gibt von Anfang an 20%. Heißt also, das sollte unseren Leuten nochmal um einiges helfen. Das heißt, wenn wir vielleicht das hier noch schaffen würden. Oh, hier ist wieder jemand. Nur 81. Ja, das soll es aber trotzdem tun. Ein Promote, I guess. Come on, mach das doch endlich mal mit der Maschine fertig. Wer schafft's eher, die Maschine? Oder der Kollege, dass der vorher noch in die Pause geht? Come on, dude. Dankeschön. Das hat mich auf 89% schon mal hochgetrieben. Okay. Ich will jetzt ganz kurz noch hoffen, dass diese Person es überlebt. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier weitermachen, denn die Leute haben hier mittlerweile einen Engpass, mit dem ich nicht zurechtkomme. Da geht keiner hin. Da geht keiner hin. Ich überlege halt wirklich gerade, was man machen könnte, um da irgendwie Platz zu schaffen. Ich glaube, da ist nicht viel drin. Ich glaube maximal, dass man sagt, man bringt das Ding darüber und versucht das dann wiederum hier so schräg zu stellen. Aber selbst dann könnte man vielleicht die beiden leicht nach unten verschieben und das war's. Vielleicht müssen wir aggressiv arbeiten. Aber mir missfällt es halt, dass alle dorthin laufen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die anderen Leute irgendwie hier hinrennen. Das Ding wird gefühlt einfach ignoriert. Also wenn man mal guckt. Ist zum Arzt gegangen. Die Person hat immerhin schon mal das Besuch gehabt. Auch die Person geht sofort hier hin. Deswegen, die gehen dorthin, wo es einfach tatsächlich mehr bringt. Was nachvollziehbar ist, klar. Aber ist natürlich trotzdem doof. Weil man ganz klar sieht, hier gehen jetzt alle Leute hin. Wo ich mich frage. Es ist nicht möglich zu sagen, wie viele Leute hier in der Queue sitzen dürfen. War da nicht irgendwas Lustiges so in der Hinsicht? Ich meine, im Endeffekt. Ich werde jetzt hier nichts dran machen. Great. Meine kostet viel zu viel, so ist nicht, aber der wäre natürlich nochmal interessant gewesen, um hier gerade bei den Mumien nochmal auszuhelfen. So, wir wollen jetzt so ganz schnell die beiden uns angucken, 89%, 62%. Und wir haben gerade so itzy bitsy bitsy plus gemacht. Das ist immer eine coole Idee. Come on. Die wurde geheilt da oben und der natürlich wieder nicht. Shoot. Hier muss man vermutlich dann auch überlegen, gleich wieder das Geld in die Hand zu nehmen, dass in der Zukunft die vielleicht besser behandelt werden können. Na gut, dann kommen wir trotzdem hier für heute erstmal zum Ende. Ich muss ernsthaft überlegen, wie wir das besser machen. Vielleicht tatsächlich hier die 55.000 ausgeben. Überlegen, die ganzen Treatment-Sachen darüber zu werfen. Zumindest die vielleicht von dem Doktoren. Wenn der Platz dafür überhaupt gegeben ist. Denn das Ding ist so eng bemessen, wenn man sich das wirklich anguckt. Da passt nicht viel hin.
Ja, also das werden wir beim nächsten Mal vermutlich live mit erleben. Für heute aber, hier kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.